Teamgeist, Schnelligkeit und Koordination. Das ist Jugger. Saisoneröffnung bei den Berlin Miners. 4 Felder, 12 Teams und jede Menge Action. Es hat mega Spaß gemacht. Es war eben das erste Turnier in diesem Sommer. Heißt, es hat eben, war eben auch ein bisschen neu für alle und eben man musste wieder reinkommen. Aber dafür war es dann umso besser und es war einfach toll. Noch einmal kurz die Grundregeln. Gespielt wird 5 gegen 5. Nur die Läufer dürfen den Jug aufnehmen und ins gegnerische Tor stecken. So wird gepunktet. Die anderen SpielerInnen versuchen mit den Pompen und anderen gepolsterten Sportgeräten dem Läufer den Weg frei zu machen. Wer getroffen ist, muss für kurze Zeit aussetzen. Gewonnen hat dann das Team, welches die vorher festgelegte Anzahl von Punkten zuerst erreicht hat. Es ist eine total schnelle und actiongeladene Sportart, die aber gleichzeitig sehr taktisch ist. Auch wenn man das auf den ersten Blick nicht sofort sieht, aber es steckt tatsächlich sehr viel Taktik da drin. Neben dem Spaß an der Sache geht es in erster Linie auch um den Turniersieg. Doch die Berlin Miners dienen auch als Qualifikation der Region Nordost für die deutschen Meisterschaften im September. Insgesamt werden 2 Startplätze für Darmstadt vergeben. Zum ersten Mal erfolgreich qualifiziert die Ausrichter vom Karlshorster Kollektiv. Das bedeutet vor allem halt für mich, es ist jetzt halt dieser Schritt aus den kleinen Kinderschuhen zu den, wir gehören jetzt mit zu den guten Teams, zu den Top-Teams und da sind wir halt eben auch stolz drauf und auf einmal kennt man uns halt. Im Finale treffen diese dann auf Rigor Mortis, die sich den 2. Startplatz erspielt haben. Dieses ist allerdings eine klare Angelegenheit. Die Mannschaft der Turngemeinde in Berlin in bester Besetzung lässt den Karlshorstern kaum eine Chance und sichert sich schließlich den Turniersieg. Wir sind auch begeistert. Es war unser erstes Turnier jetzt draußen, sind mega überrascht und es war ein schönes Finale und es hat einfach Spaß gemacht. Auch die Stimmung war super, es war einfach schön. Wenn ihr jetzt auch Bock auf Jugger bekommen habt, dann kommt einfach bei der Tipp vorbei und probiert euch aus. Trainingszeiten sind immer dienstags, donnerstags und am Samstag. Kommt einfach vorbei, es wird schnell, taktisch und actionreich. Versprochen!